herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity Original Sin mit Chojin und Gedwinmod. Hallo, und wir haben hier ein kleines Küken, so einen kleinen Trollzoll. Und der war ja sehr amüsant, hat uns aber ein paar Mark, ne, Mark nicht. Und wir Vollstil. Wollten nicht nach Norden gehen, ne, haben wir gesagt, wir wollten... Wollten erstmal hier über die Brücke, oder wie war das? Wieso kann ich eigentlich die Brücke anklicken und dahinter aber auch anklicken? Oh, nicht, dass die einstürzt. Ich lass dich mal vorgehen. Okay, warte, dann koppel ich mal Jayhan ab. So, und geh drüber. Was ist, wenn ich jetzt draufklicke? Jetzt klicke ich nochmal drauf. Oh, da ist Zickzacks. Zickzacks. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, es passiert. Die Leere, die Dunkelheit, oh nein, oh nein, oh nein, die Zeit, sie liegt in Fetzen. Was zum Teufel geht hier vor sich? Es gibt diesen Ort, diese Grube, die im Norden liegt. Es ist ein Spalt des Chaos, ein Epizentrum einer zeit- und raumverschlingenden Kraft. Dämonen der Leere suchen Revelon heim und die Stürme des Chaos beben durch unsere geliebte Heimstätte. Dämonen kriechen durch den Spalt. Sie müssen alle vernichtet werden. Wenn ich gegen diese Dämonen antreten soll, benötige ich mehr Informationen. Ha, nicht nur irgendwelche Dämonen, Dämonen der Leere. Sie können durch keine Waffe oder Magie verwundet werden, mit der sich ein Wesen dieser Welt ihnen entgegenstellen kann. Aber sie haben einen Schwachpunkt, der sie mit ihrer höllischen Anwesenheit dieses Gebietes schon seit langem vollkommen verseucht haben. Tenebrium, das ist die Antwort, das schwarze Erz, das so dunkel ist wie die Leere selbst. Bewaffnet euch mit diesem verdorbenen Material und ihr solltet ihren Blutstein, der das Portal kontrolliert, zerstören können. Und was ist mit dem Spalt? Wie schließe ich ihn? Ja, der Spalt ist das Portal, durch das die Dämonen sickern. Blutmagie ist hier am Werk und wer Blutmagie sagt, meint die Makellosen. Ein Blutstein versorgt den Spalt, zerstört ihn und der Spalt sollte sich schließen. Ich habe schon mal im Voraus die Gegend hier erkundet und gesehen, dass drei Wege oder was als Wege so durchgeht, zur Mitte der Einöde führen, die vor euch liegt. Zur Linken, da befindet sich ein Lager der Makellosen. Ja, sie sind nur Makellose, aber ihre Waffen sehen scharf wie Haizähne aus. Also platzt dort nicht rein wie Katzen in eine Hundehochzeit. Der zentrale Weg, der geht gar nicht. Voller Dämonen, ich würde es wirklich nicht empfehlen. So bleibt eigentlich nur der Weg rechts, der eventuell nicht der rechte ist, denn es ist der trügerisch ruhige entlang seines Pfades und definitiv mit Magma überfüllt. Im Grunde kann ich euch alle diese drei Optionen anbieten, die alle so appetitlich wie Schweinefraß sind. Und doch müsst ihr eure Portion in einem Stück verschlingen. Wenn nicht, wird das Ende der Zeit in die Leere gefegt und Revelon mit ihm. Nun, wir können die Bestien der Leere, die hier sind. Wie können diese der Heimstätte schaden? Na, sie existieren jenseits des normalen Zeitkontinuums. Sie sind hier. Und sie fegen durch die Winde des Chaos am Ende der Zeiten, alles zerfetzend, was sie finden. Sofern sie nicht besiegt werden, wird eure zweite Heimat Stück für Stück in den Strudel des Vergessens sinken. Ah, schlechte Neuigkeiten. Ah, tut, was ihr könnt, mein Freund, zögert nicht. Alles hängt nun von eurer Tapferkeit ab. Alles. Wir gehen ganz schnell wieder zurück. Nee, lass uns erstmal hier diesen Punkt hier nehmen. Oder haben wir den schon bekommen? Ich glaube, der ist schon unser. Der ist schon unser. Sollen wir nicht mal ein paar Gegner noch umhauen? Und wie können wir... Wir haben ich den... Denke, wir können hier keine umhauen. Ja, wir können die Makellosen im Westen umhauen, hat er ja gesagt gehabt. Da ist ein Lager von Makellosen. Achso, nur die Dämonen nicht, ne? Wir können den Hauptweg in der Mitte aber nicht nehmen, hat er gesagt, weil die voller dieser Dämonen sind. Und es gibt irgendwo rechts nochmal einen Weg, wo alles voller Magma ist, also Lava, ne? Sehr wahrscheinlich. Norden ist der Geisterwald. Unvergleichliches Leid. Das will man schon mal nicht hin. Was habt ihr gesagt? Einen rechten Weg, einen linken Weg? Ei. Also Südosten ist Jägerschneide. Er hat drei Wege gesagt. Der Punkt ist ja, wir haben Tenobrium schon besorgt in der Mine. Aber keine Waffe. Kann ich das einfach schmieden, wenn ich Schmiedengeräte anlege? Tja,
Tja, dafür befragst du mich jetzt vollständig. Ich muss ja wahrscheinlich, ich habe noch nie eine Waffe geschmiedet, Schande. Ich habe keine Ahnung. Fallspitze. Nicht die geringste. Aber schön sieht's hier aus. Ja, wahrscheinlich brauche ich eine Schmiede irgendwo. Ja, stimmt. Das ist richtig. Du brauchst einen Amboss. Und zwar haben wir in der Heimstelle den schon freigeschalten, glaube ich. Ich kann es auf 3 bringen durch meine Gegenstände oder sogar auf 4 schon. Hier sind Steinpilze. Ich schlag das mal fürs nächste Mal nach, dann können wir die endlich mal bekämpfen. Ja, wäre vielleicht, genau. Hm. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier weiter sollen. Wir haben noch, haben wir nicht noch einiges? Wir sollten nicht den Hauptweg gehen. Oh, da hinten ist ein Polterer. Stufe 16. Lass uns mal zurück. Nee, wir machen... Muss nicht, ne? Wir sind Stufe 14, glaube ich. Ja, wir können durch das Portal zurück, oder? Ja, ich würde sagen, wir sind hier zu weit. Ja. Lass uns mal schauen, was wir gehen mal weiter da, dieses Goblin-Dorf da. Oder? Da waren wir doch. Ach, wir sind hier. Nee, das ist eine komplett neue Karte. Wir müssen wieder zurück, oder? Ach so, ja, ja, über die Brücke. Ich komme. So, und da sind wir wieder da. Ja. Aber haben wir erfahren, dass wir mit dem Tenubrium das machen können. Wir kommen dann später wieder zurück, ne? Wir wissen, dass irgendwo hier im Norden bei dieser Wüste der Mandino seine Höhle hat. Ja, wir gehen jetzt weiter Norden, ne? Ich habe auf. Ja, das können wir machen. Ich habe auch ein paar Sachen aufgeschrieben. Goblindorf. Ach ja. Im Westen ein Verwundeter. Stimmt. Der da am Rumschreien war. Gut, dass du sagst. Und irgendwo am Rand des Dorfes muss noch eine Höhle sein. Da sollten wir vielleicht auch hin. Na dann, geh vor. Ne, wir gehen erstmal zu dem Verwundeten. Würde ich. Ich glaube, das hier ist schon wieder ein neues Gebiet, oder waren wir ja schon? Nee. Oder ist das der? Roy ist doch jemand anderes. Hier waren wir noch nie. Hier waren wir noch nie, ne? Nee. Quatschen wir ihn trotzdem an? Ja. Oder? Jo. Okay, dann quatsch ich mal. Hallo, ist es nicht ein schöner Tag, um etwas durch den Wald zu streifen? Klar. Ha! Wie die Hölle! Hier treiben sich so viele Goblins herum, wie Fliegen um die Hinterteile meines Viehs fliegen. Einer hat meinen Leibwächter eine Axt ins Gesicht gerammt und genau dort, wo vorher seine Trinkernase war. Was hast du denn zu verkaufen? Gar nichts. Okay, erzähl mir von euch. Ihr möchtet also eine höfliche kleine Unterhaltung über unsere jeweiligen Ziele, Absichten und Erwartungen im Leben führen, nicht wahr? Das ist doch verfluchter Blödsinn. Ich bin Roy, meines Zeichen Tierhändler, und anstatt mir in Silbertal billigen Whisky hinter die Binde zu kippen, stecke ich in einen verdammten Wald fest, umgeben von toten, anbetenden Wilden, die meine Weichteile für Schießübungen verwenden wollen. Da habt ihr es. Jetzt wisst ihr alles. Hübsche Tiere habt ihr da. Ja, meine letzte Lieferung. Eine Freude ist es, sie zu hüten, bis sie einem die Schuhe vollkacken. Wenigstens muss ich mein Vermögen mehr für Schuhputzer... Hä? Muss ich kein Vermögen mehr für Schuhputzer ausgeben. Ich habe sie günstig vom Bertia in der Stadt gekauft und werde sie zu einem guten Preis im Heiligen Stein verkaufen. Dieser Ort ist voller Verrückter. Oder das wurde mir zumindest gesagt. Die werden diese Tiere von Ohr zu Ohr aufschlitzen, sobald sie sie in die Finger bekommen. Sie verwenden das Blut in Ritualen oder so etwas. Verrückte, nicht wahr? Wahnsinnige. Ich möchte noch ein paar Fragen stellen. Erzählt mir von eurer Leibwache. Donny? Bah, das war ein Ganove aus Cecil. Nur Kraft, kein Gehirn. Ich habe mir gedacht, das sind die perfekten Qualitäten, um mich an den Zombies vorbeizuführen. Da habt ihr recht. Das habe ich getan. Bis wir auf die Goblins gestoßen sind. Man kann Eier größer als der Stier dort drüben haben. Aber es sind schon etwas Witz und Gerissenheit notwendig, um einen Goblin bei der Jagd zu schlagen. Und Donny, ich sage euch, das einfache Gemüt hätte nicht geglaubt, wenn ihr ihm erzählt hättet, dass Kühe auf Bäumen wachsen. Diese Goblins, von denen ihr geredet habt, hören sich bösartig an. Kein Witz, sie sind wild wie hungrige Berglöwen, mit Schwertern und Speeren als Krallen. Donny und ich müssen zu weit nördlich gekommen sein. Ich werde mich einfach ruhig verhalten, bis ich sie nicht mehr riechen kann. Und dann renne ich los, diesmal ohne eine Eskorte.
Was wisst ihr über Silbertal? Silbertal ist nichts weiter als eine typische Minenarbeitersiedlung. Ihr kennt die Sorte. Grobe einstürzende Hütten, grobes stolperndes Arbeitervolk und eine Handvoll Frauen, die sich den Unterrock ausziehen, sobald sie eine Münze zwischen euren Fingern glänzen sehen. Ich hätte die Möglichkeit, vielleicht braucht ihr eine Eskorte, die euch von hier wegbringt. Ich mach das mal. Oh, ihr bietet euren Schutz an? Ihr wollt mein Paladin, mein Ritter in glänzender Rüstung sein? Natürlich werdet ihr das. Mit euren schicken Waffen und eurer Rüstung macht ihr Lärm wie ein Zigeunerwagen. Jeder verdammte Goblin zwischen hier und dem beschissenen Mond wird uns kommen hören. Nein, nein. Ich verschwinde hier bald und zwar ganz allein. Oh, okay, wir sind da mal weg, aber ich hatte hier doch noch andere Fragen, oder? Keine Ahnung. Was sagt denn das Logbuch? Wir haben doch irgendwas bekommen. Übrigens, wo ich hier stehe, du hast ein Tagebucheintrag bekommen, ne? Wo ich hier stehe, ist noch eine Tür, die nach unten führt. Ah, das wird die Höhle sein. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum Tür? Ich keine Markierung setzen kann. Ich sehe gar keine Tür. Wo hast denn du da eine Tür? Ja, die würde ich gerne... Ah, dahinter, hinter Jayhen. Alles klar. Das wird wahrscheinlich die Höhle sein. Wie bist du denn da runtergekommen? Gott. Verdammt. Das ist ein Galaccio. So, und ja, wo ist denn dein Schrein da? Hast du nichts gesagt beim Goblindorf? Dein Verletzter? Links von dem ist der. Wenn du links nordwestlich rausgehst, oder wo war das? Achso, in dem... Ah ne, da unten, da hinten, ganz links, da wo der Wind ist. Aber wie bist du denn da unten hingekommen? Ich renn mal da runter. Dann rennt der oben rum, ist das richtig? Ich habe einfach hingeklickt und dann ist er hingelaufen. Guck mal auf der Map, ob du den Norden hast. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwo... Ach, ich renne jetzt einfach mal weiter. Nee, du rennst falsch. Ah, okay. Geh doch einfach... Ich hab auch einfach hingeklickt und er ist einfach nach Norden dann gerannt. Ach so, das kann sein, dass er noch von oben rein wollte. Ah. Du kannst von oben oder unten, ist wurscht. Er ist da von oben reingekommen. Entweder musst du den Pfad runter und dann am Wegschrein vorbei und dann rauf. Ah, ich renne jetzt hier lang. Oder gehst oben rum. Ich glaube, ich bin unten am Wegschrein entlang. Aber es... Das wird schon gut gehen. Das ist im Grunde... Falls ich mit Ulia komme, dann... Dann rufe ich nach meinem tapferen Ritter. Kupft wie kopst. So, ich gehe schon mal runter. Oh, hier ist ein Hase. Hallo, Drock. Trete zurück, mickriger Mensch. Oder ich werde euch mit den ewigen Flammen des mächtigen Drock versenken. Fürchtet den Wind meiner Schwingen. Erzittert vor der Macht meiner rasiermesserscharfen Krallen. Das ist ja wie bei... Monty Biden. Nee. Genau, richtig. Mit dem unsagbare Bestie oder was war das gewesen in der Höhle? Dann kommt so ein kleines Kaninchen. Genau. Flammen, Flügel und Klaue, hey, kommt mir nicht wie ein Drache vor. Blasphemie! Können eure fehlerhaften Augen meine wahre Natur nicht erkennen? Das Äußere mag das eines Hasens sein, das Innere ist das eines Drachens. Das merkt man doch sofort. Wenn ihr ein Drache seid, warum habt ihr dann den Körper eines Hasen? Sogar eine mächtige Kreatur der Legenden und Mythen braucht ab und zu eine Pause vom Rampenlicht. Manchmal tut es gut, durch den Klee zu hüpfen, ohne dass jeder Moment davon in Liedern und Geschichten erinnert wird. Ja, da hat er recht. Da hat er recht. Viel Glück, Sir H. Drache. Hinweg, Schwächling! Hier unten ist ein Stufe 14 Kromkrokrix. Und das ist ein Horn oder seltsamer Apparat. Du bist in die Höhle reingegangen? Interessant. Ach so, klar. Ich weiß, was das seltsame Apparat macht. Da hätten wir dann reinsprechen können und da wäre der Totem dann. Genau, da hätten wir die ganzen Goblins nicht töten. Nein. Ich denke mal, auf die Art hätten wir Zusatzerfahrungspunkte bekommen und hätten dann trotzdem noch alle umbringen können. Wahrscheinlich. Was dich dann sehr wahrscheinlich gestört hätte. Ja, schon, aber es wäre so. Naja, egal, jetzt ist egal. Ich meine, wenn wir sie im Nachhinein noch umgebracht hätten, das hätte dich gestört, wahrscheinlich, wenn die Frieden. Ja, im Nachhinein ja. Also dem Ritter hätte es gestört. So, er beschwört 5000 Erdelemente hoch und ja, Gift. Ich kann gegen Erdelemente nicht viel machen, das ist total doof. Was hat man denn gegen Erdelemente für Elementar hochbeschworen? Feuer? Feuer wäre nicht schlecht, glaube ich. Ich glaube. Giftresistenz und halten auch recht viel Pfeilzeug aus. Ja, ja. Erdelemente, das sind absolut fies.
Und außerdem also, liegt meine schon. Tu den erstmal verzaubern. So, einer auf unserer Seite. Krom-Krom-Kiss. Ja, das ja. ist wohl der mächtige Schamane. So sieht's aus. Der haut wahrscheinlich immer zu neue raus. Gut, dann werden wir mal Unterstützung anfordern. In Form eines mächtigen Feuerelementars. Aber Stufe 14 ist gut, weil das auch unsere Stufe ist. Und ich habe noch mehr, glaube ich. Ich kann noch was. Ich kann zur Hölle habe ich keinen Sabaton. Thank you. Könnte ich noch ein bisschen boosten. Warum greift das Erdelement den Zauberer an, ne? Ja. Huh, jetzt ist er verkrüppelt. Muss ich das verstehen? Ah, weil ich das eine verzaubert habe, sind alle auf unserer Seite. Aber warum? Warum? Gute Frage. Vielleicht, weil das ein Zauber ist oder ist ein Bug. Man weiß es nicht. Wir nehmen es einfach mal dankend hin. Ja, genau. Verfehlt. Ei, ei, ei. Oh, Jayhin ist gerade so außerhalb. Gatewin liegt auf dem Boden. Ja, jetzt sind noch... Vorhin waren es eins, jetzt sind schon zwei. Aber Gift müsste der doch ein... Ne? Was hat denn der für eine Erdresistenz? 80% Erdresistenz. Kriegt trotzdem so viel Schaden. Das ist weit. 80%! Verstehe ich nicht. Naja. Muss man vielleicht auch nicht verstehen. Schon tot? Ja, ich glaube, ich habe ihn getötet. Ne? Ja. Haben wir Erfahrungspunkte bekommen? Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ich habe es auch nicht gesehen. Das ist für Erfahrungspunkte. Oder soll ich jetzt auf die anderen noch schießen? Ich weiß es gar nicht. Ja. Dann müssen wir ja, ne? Sonst endet der Kampf nicht. Wollte ich ja sagen. Würde ich jetzt behaupten. So, dann. Warte. Warte. Warte, mein Freund. Geh mal ein bisschen zu deinen Freunden dahin. Auch wenn es unser Verbündeter ist. Ja, da hast du ihm schon mal Punkte weggenommen. Alles super gewesen. Und die hauen erstmal gegen unsere zwei Elemente. Ja. Oh, kritische Treffer. Und ach, nee, der heilt dir? Ach, Schande, ja. Jetzt geht das wieder los. Total doof. Ja, das bringt natürlich dann gar nichts. Oh, der macht. Oh, der Feuerelementar, ne? Der macht richtig schon. Ja, das ist super. Dann schieße ich mit auf den. Ja, die heilen sich gegenseitig. Mhm. Deswegen müssen wir die so schnell wie möglich dann down. Und ich kann auch meinen Verzauberten nicht draufschießen. Total doof. Ich kann. Bringt natürlich nichts, dann bewahre ich mal Pünktlein auf, würde ich sagen. Ich kann. Aber warte mal, ich mache mal was ganz anderes. Ja, durch Zauberei, ne? Das scheint zu gehen. Also ich kann mit meinem Pfeil nicht drauf. Eigentlich dürfte ja das Feuerelement da keinerlei Schaden bekommen. Nee, kriegt's auch nicht. Hast sogar eben Energie mitgegeben. Geheilt, oder? Mhm, genau. Ah, cool. Ja, heil. Heil du nur. Jede Menge Fertigkeitsbücher liegen hier rum. Schwächungen, Leuchtkäfer, also Zeug. Boom. Kann er nochmal nehmen. Oh, unser Freund Gatwin ist wieder auf den Beinen. Zieht zu weit weg, Mist. Okay, da machen wir Einzelfeuer. Aber ganz schön Schaden machst du. Ja, du hast mir auch nochmal den 50%er Schaden dazu getan. Hey, jetzt kann ich doch wahrscheinlich, mein Erdhahn. Wahrscheinlich, ne? Weil wir auch Feuerschaden mitmachen. Denke ich. Das kann gut sein. Was denn jetzt? Wer fehlt noch? Wer ist noch da? Alle tot. Kampf ist zu Ende. Ach doch, okay.
Was gab's denn Feines? Ein bisschen Regen wäre schön. War ja nicht schlecht. Jede Menge Schriftrollen. Die überlasse ich alle dir. Außer die, wo ich was hochbeschwören kann, damit ich das auch machen kann. Wieso bin ich noch so... Schriftrolle zur Zerstörung von... Entschuldigung, dass ich unterbreche, von Beschwörungen. Was? Verursacht bei einem heraufbeschworenen Wesen immensen Schaden. Oh Gott, sind das viele Schriftrollen. Wieso bin ich noch lila? Keine Ahnung. Macht mir ein wenig Angst. Jede Menge Fertigkeitenbuch des taktischen Rückzugs ist doch was für meinen. Ist es nicht was für meinen Ritter? Ich glaube, das. Oder ne. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Was sind denn das alles für Fertigkeitenbücher hier? Einmal verringert alle Kräfte. Wo sieht man denn für wen? Ach, Hexereizauber. Okay, das kriegt Jay hin. So, das ist... Erzeugt eine Feuerfläche, bekommt auch Jay hin. Also ich kann jetzt hier was sagen. Die Vorrichtung des Schamanen kann verwendet werden, um durch das Totem der Goblins zu sprechen. Ihr könnt es wahrscheinlich nutzen, bevor die Goblins merken, dass etwas an eurer Stimme faul ist. Was werdet ihr sagen? Tanzt für mich, Goblins, tanzt um euer Leben. Ihr werdet den Quellenjäger mit Geschenken überhäufen, Goblins. Ihr werdet den Quellenjäger freundlich gesinnt sein und ihn in Frieden in ein Dorf ein- und ausgehen lassen. Tanzt für mich, Goblins, tanzt um euer Leben, sag ich jetzt mal. Gut, machen wir mal hier einen Break. Genau, ich sende dir noch so als letzte, ich sende dir noch ein Fertigkeitenbuch, was für deinen Schützen. Ciao, ciao. Okay, tschüss.